Und ein herzliches Willkommen zurück zu meinem Teil von Agony Unrated. Und ich weiß noch gar nicht, wo ich lang soll. An der Oberfläche können wir anscheinend nicht so wirklich lang. Haben wir zumindest im letzten Teil erfahren, erlebt, wie auch immer. Und das heißt, wir rennen jetzt mal, jumpen wir hier durch, so. An der Oberfläche frieren wir ein. Das heißt dann logischerweise, wir gehen hier durch. Wie auch immer die Fackel hier in einfach mal so in der Luft schweben kann. Okay, vielleicht müssen wir dann doch hier hier unten lang. Es hat mich gefunden. Wo bin ich hier? Aua! Autsch! Zisch da zwischendurch ab. Keine Ahnung, ob ich richtig bin. Wahrscheinlich einfach nur ein geheimer Ort. Immerhin sind wir hier erstmal sicher. Okay, einfach mal mit dem Kopf durch das Eis. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ein paar Statuen. 4 Stück. Vielleicht brauche ich einfach nur die Fackel, um da oben irgendwie an der Oberfläche zu überleben. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann nehmen wir natürlich hier die ganzen Sachen mit. Vielleicht hilft mir die Fackel oben in der Oberwelt, sage ich jetzt mal, zu überleben. Hier unten scheint es tatsächlich nur Sachen zum Sammeln zu geben, aber es geht hier wohl nicht weiter. Einmal wieder mit dem Kopf durch das Eis. Gibt ein bisschen Hirnfrost. Und hier auch nochmal. Jawohl! So, der Dämon ist fort, ne? Ich muss mich absichern, indem ich hier die Kapuzen alle wegnehme. Okay. Irgendetwas scheint es hier vorne noch zu geben. Ah ja, hier. Ach, mein Kopf ist auch schon wieder weg.
den ich eingesammelt hatte. Hat der einen Schnauze? Lass mich in Ruhe. Ah, das blöde Eis. Nein! Hau ab, du! Schlupf, flutsch da durch! Hä? Was? Edge-Badge. Ich weiß nicht, aber mit dem... Das vereiste Feuer, ja, das habe ich ja jetzt hier, denke ich mal, an in der Hand. Ach, na super geil. Okay, müssen wir vielleicht doch hier durch. Unfassbar. Halt doch hier lang. Was? Ja, jetzt sind wir wieder hier. Na, so ist es. Ja, ja, du mit deinem blutenden Nippel, du. Die musste abhauen. Damit ich da die Fackel nehmen kann. Oh, jetzt ist die Fackel weg. Echt jetzt. Und das Vieh bleibt da voll, kann nicht stehen. Und hat mich schon entdeckt. Eieiei. Genau, vergiss es. Why did she decide?
Das hier ist das Einzige, ne? Versuchen wir es nochmal, da durchzurennen. Da habe ich das nicht hingeworfen, ey. Bist du tot? Ah, da ist ja nochmal so ein Vieh. Ich glaube, wir müssen hier durchrennen, oder? Okay, nee, das Feuer hält mich nicht warm. Komm, töt mich. Lassen wir uns halt eben erfrieren. Oder du bringst mich um, ja? Oh, was dauert das lang hier? Also ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich gehe jetzt einfach mal. Okay, da geht's nicht hin. Ach, Kelle, wo geht's hier denn nur hin? Bin ich jetzt schon wieder? Ach, guck an, jetzt ist da das Tor offen. Sehr interessant. Wieso ist es jetzt offen? Ich erkannte das echte Böse nicht im Schatten der dämonischen Kreaturen, sondern in meinem Spiegelbild. Ich sah nämlich einen Wahnsinnigen, der von der Göttin des Blutes besessen ist. Zu ihren Ehren legte er die Fundamente der Tempel und nutzte die Unschuldigen als Mörtel. Wir sind es, vor denen man Angst haben sollte. In unserem Herzen herrscht Sünde und Wahnsinn. Die Visionen lassen mir keine Ruhe. Ich erinnere mich an meinen Vater, der ihren Kult auf menschlichem Baumaterial errichtete. Finde ich ihn hier? Ich wollte gerade sagen, hier müsste noch was sein. Brief erworben. Brüder, wenn ihr dies liest, wisst ihr, dass mein Herz genauso stark geblutet hat wie eure Herzen jetzt. Der Baum erwies sich nicht als Fegefeuer, sondern als weitere Horte Dämonen. Ihr habt sicherlich auch die Göttin getroffen. Sie hat euch auch weiß gemacht, dass ihr die Einzigen seid? Die Auserwählten? Hat sie euch nicht Versprechen zugeflüstert, dass ihr außergewöhnlich seid? Lasst euch nicht irreführen. Die Hölle ist voller Märtyrer, wie ihr es seid. Sie ernähren sich von eurem Glauben und genießen euer Leid. Noch hat keiner von uns die Kathedrale erreicht. Trotz tausender Versuche scheiterten sie. Wie sollte es nun gelingen? Wie sollte es jemand von uns denn schaffen? Herr, erlöse uns von dem Bösen. Zu dir erheben wir unsere Hände. Weißt du, zum einen beten die ständig zum Herrn. Erlöse uns, erlöse uns. Dann wiederum, oh, wir
bauen aus Leichenteile irgendeinen Tempel und machen Opfergaben und keine Ahnung, was genau das Gegenteil wiederum. Kein Schimmer. So, dann. Was ist denn jetzt los? Okay, so sterben die da. So, hier soll noch irgendwie eine Statue sein. Okay. So, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wieso lädt das aus? So, da oben können wir nicht lang durch den eisigen Wind. Da frieren wir. Da haben wir wieder so einen Dämon. Ausgerechnet jetzt dahin rennen, wo wir hin müssen. Ja, ist doch gut, ist doch schon kaputt. Durch? Keine Ahnung. Toll, ist nur eine Geheimkammer. Was ist mit der Geheimkammer? Ah! Okay, ich bin tot. Och, Kelle. Wenn man nur wüsste, wo man lang müsste. Okay, geh mal wieder hier unten lang. Also echt, das Laden, das ist ja heftig. Ich würde mir gerne die Karte ein bisschen mehr angucken. Ah. Geht's dahin? Also.
So, hier haben wir jetzt wieder logischerweise den Kopf. Ach, guck mal an, hier geht's auch lang. Aha, okay. Notiz. Als ich in den Zweifeln und der Wut meiner Untertanen versank, erkannte ich, wie mit jedem Tag ihr Glaube verschwand. Das einzige Feuer des Ruhmes und der Begierde war nun in ihren Herzen ausgelöscht. Der echte Glauben hätte ihnen nicht erlaubt, zu leiden. Sogar hier hätten sie Freude und Hoffnung gefunden. Die Liebe zur Göttin entfacht ein Feuer in mir und bewirkt, dass mein von Eis bedeckter Körper nicht einfriert. Ich habe verstanden, dass ich ihnen nicht vertrauen kann. Die Göttin hat sie auf die Probe gestellt, die sie jedoch nicht bestanden haben. Entschuldigt. In Kürze werden alle ihr aggressive Antlitz kennenlernen, wenn ich zusammen mit ihr bewirke, dass ihr dampfende Eingeweih dieses frostige Labyrinth in heißen Einöde verwandeln. Müssen wir das fertig machen? Nee, da dahinter haben wir nur lauter Statuen. Ist also eigentlich nicht meine Aufgabe, das bringt mich auch nicht raus. Komm, lass dich zerfetzen. Lass dich nicht zerfetzen. Na komm, dreh dich schon. Ja, kaputt. Okay, sehr schön. Die Frage ist doch die, wo müssen wir eigentlich hin? Hier scheinbar nirgends. Oder müssen wir die Tröne kaputt machen? Tröne? Tröd, tröd. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen soll, wo ich hin muss. So, Notiz erworben. Wir können nicht länger warten. Unsere Vorräte sind seit mehreren Tagen aufgebraucht. Ihr fehlender Glauben motivierte meinen Untertanen zur Revolte. Wir müssen die Göttin anflehen, damit sie uns erlaubt, die Reise wieder aufzunehmen. Ich habe einige der schwächeren Untertanen ausgewählt, ihr Leben am Altar zu opfern. Während ich mich den Gebeten widmete, entschieden viele zu fliehen. Eine verzweifelte Flucht zurück in die Stadt, ungeachtet der Kälte und des Schneesturms. Was für eine Stadt? Wieso verstehen sie nicht, dass es ihr Verhalten war, welches die Göttin verärgert hat, die uns dazu zwingt, hier zu bleiben? Sie sind schuld daran, dass wir feststecken. Ich befahl, die Sünder zu verfolgen und sie vor das Antlitz von Inanna zu stellen. Inanna sprach zu mir aus ihren dampfenden Eingeweiden. Wir zogen diese Eingeweide aus dem Körper und wärmten unsere durchgefrorenen Hände. Na lecker. Die Göttin belohnte unsere Bemühungen und bereitete uns Betten aus dem heißen Fleisch der Sünder. Dieser Nacht war niemand kalt. Den Rest des Fleisches trennten wir von den Knochen und sättigten uns damit, während wir zu Ehren der Göttin des Blutes tanzten. Ich habe zum ersten Mal seit Wochen gesehen, wie der Glaube die Herzen meiner Brüder erwärmte. Was für ein Glaube. Dann müsste es noch eine Statue geben. Ah.
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wo ich hin soll. Hier gibt es nur Statuen. Das bringt mich überhaupt nicht weiter. Trotz Fackel. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll, was ich machen soll. Ja, da hochgehen bringt es ja wohl auch nichts, oder? Vielleicht müssen wir doch hier runter. Ich muss wohl da runter. Keine Ahnung. Da haben wir zumindest ein Tor oder sowas. Eis, ne? Oh, da ist die schon wieder. So, da müssen wir, glaube ich, durch. Ah ne, hier geht's hoch. Guck mal. Okay. Da oben ist quasi der Ausgang. Beziehungsweise hier oben, kann das sein? Da muss ich wohl lang. Sterbe ich, wenn ich da jetzt runterfalle? Nee, okay. Boah, gibt es hier viel? Okay. Echt jetzt? Hm?
So, also da unten müssen wir lang. Na, guck mal an, da haben wir noch was vergessen. Notiz erworben. Letzte Nacht habe ich allen die Kehle durchgeschnitten, okay. Ihr Heißblut ließ den ringsum liegenden Schnee schmelzen, formte so ein blutiges Abbild von ihr. Gedrängt vom Blut der Sünde irrte ich in den dunklen Höhlen herum und sah die im Eis eingefrorenen Abbilder, die nun Teil der Wände waren. Die Göttin sprach zu mir durch ihren Unglück. Die im Eis erfrorenen Märtyrer schienen auf die anderen zu deuten, womit sie auf jämmerliche Art und Weise sie der Schuld zu bezichtigen versuchten. Mit Mitleid betrachtete ich ihre erfrorenen Körper, die mich zur bitteren Wahrheit führen. Zwei von ihnen haben scheinbar in ihren letzten Augenblicken die Göttin um Vergebung gebeten. Die Wände, die mit ihrem Blut bedeckt waren, formten ein Symbol. Ein Zeichen, welches ich verwendet habe, um ein weiteres Tor zu ihrer Göttlichkeit niederzureißen. Er hat mich zur Höhle geführt, zum Gemach, in dem sie mir ihr aggressives Antlitz offenbarte. Okay, wir müssen also wieder hier lang. Guck mal, hier gibt es eine Geheimkammer oder sowas, ne? Warum? Was soll denn der Mist jetzt? Mich hat doch gar nichts getroffen. So langsam geht mir das Level auf den Keks. Ach, wir sind auch schon längst wieder bei 32 Minuten, sehe ich gerade. Meine Güte. Oh, und dadurch wieder hier. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's wieder mit Agony Unrated. Oh Mann, was ein Kack-Level hier. Ja, ich danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr gebt mir natürlich einen Daumen nach oben und abonniert mich, falls ihr und hoffe doch meinen Kanal toll findet und meine Gameplays und mich. Und dann hoffentlich sehen wir uns auch beim nächsten Gameplay wieder hier zurück auf meinen Kanal mit mir von der Gameplays als Hobby. Wenn es euch auch generell gut gefällt und mein Kanal, wie auch immer, habt ihr einen Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr mir spenden. Würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ja, bis dahin viel Spaß noch mit meinen Videos und auf Wiedersehen. Tschüss.